Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Robocraft. Wir spielen wieder Liga Arena. Ich muss da bald wieder Diamant werden. Oder noch besser, wenn es geht. Ich bin immer noch bei Bronze. Und die letzte Runde hat man auch gemerkt, dass ich Bronze war, weil die Gegner wirklich richtig, ja, soll ich das sagen, nicht so gut waren. Na, wie geht's dir? So, kommen jetzt irgendwelche Wascher. So, ich glaube, ich gehe mal zum hinteren Bund. Ich hoffe mal, dass die Mates in der Mitte klarkommen. Oh, hallo! Du willst direkt kämpfen? Du willst direkt kämpfen, sagst du? Ah! Oh, du willst auch direkt kämpfen. So, ich muss Rückzug leider machen. Weil ich kaum Dingels habe. Ja. Wo waren jetzt meine Mates? Warum haben die meine Mates das nicht geschafft? Weil einer AFK ist. Läuft. An enemy player has disconnected. The remaining enemy team have been buffed. Looks like a pilot fled the battlefield. Enemy? Das war doch jetzt Verbündeter disconnected ist, oder? Puh, die Gegner sind auf jeden Fall stärker als die vorherige Runde. Bedeutend stärker. Und das ist halt das Unfaire im Reset. Ich schätze mal, jetzt sind im Gegnerteam fast nur zufällig Diamond, ehemalige Diamond-Leute und ehemalige Plutonium vielleicht. Oder Gold-Leute. Und in meinem Team sind durchgehend fast nur hier, warum nehme ich nicht die Waffe? Ja, dann Schadensbegrenzung. Jetzt ein paar Kills hier abräumen. So, okay. Dann gehen wir zum mittleren Punkt. Ich meine, noch ist nichts verloren. Wenn wir es schaffen, ein paar Punkte einzunehmen. Aber wenn wir jetzt den vorderen Punkt jetzt einnehmen. Schade. Und gleich die Mitte, den Dingsterbomb zu einnehmen. Wie heißt das? Ah, schade. Da kann man nichts machen, wenn das ganze Gegnerteam bei uns ist. Ist ja fast das ganze Gegnerteam. Oh, der ist noch unsichtbar, lol. Aber statt sich unsichtbar zu machen, hätte er auch irgendwie Nützliches machen. Lol, warum will er ja selbst noch kapitulieren? Ja, okay, kapitulieren. Kann man eh nichts machen. Defeat. Lustige ist, man sieht, dass ich der Einzige bin, der was gemacht hat. Obwohl die Gegner, wenn die gewonnen haben, so einen Boost bekommen von Punkten her, also ich glaube verdoppelt, ich glaube die Punkte werden verdoppelt, bin ich immer noch besser als der, okay, der, ich glaube der was disconnected, aber ich weiß nicht, das ist halt, ich war der Einzige, der was gemacht hat. Mal gucken, wie viele Minuspunkte ich bekomme, weil das, der Verlust war eigentlich nicht gerechtfertigt, beziehungsweise nicht, hat nicht an mir gehangen. Da ist ein Teamspiel. Ich habe versucht, ich habe mein Bestes gegeben und trotzdem verloren. Ist die Frage. Erstmal Goldkiste, ganz nett. Fünfzig Minuspunkte. Schon ein bisschen unfair. So. Ich hänge mal ausnahmsweise eine zweite Runde hinterher. Ich hoffe mal, das wird nicht so gravierend wie die Folge davor. Also die Folge, sage ich, die Runde davor.
Aber mal schauen. Das war halt extrem so, dass halt, das ist halt extrem teamabhängig. Als ich einen fast getötet habe, sind direkt zwei hinterhergekommen, haben mich getötet. Also, dass ich einen ordentlich Schaden gemacht habe. So, die spielen auch mehr oder weniger zusammen. Ich bin gerade überfordert, was ich machen soll. Ah, mein Handy stand gerade im Weg. Ah, man sieht, wie ich... Oh! Leider, das ist daneben ging. Gut, gut gemacht, Mate. Warum mache ich nicht den? Schade. Warum ging da daneben? Warum treffe ich das? Komm, du machst das. Finish ihn. Nein! Finish ihn! Muss halt abhauen. Ohne Waffen kann ich nichts machen, aber der Mate macht das schon. Also sind auf jeden Fall meine Mates gerade besser. Teilweise besser als ich. Ah, irgendwie mit der Railgun geht nichts mehr rein. Oder was? Komm, gut gemacht. Mein Tesla-Freund. Ah, der hat sich repariert, leider. Hat er ihn weg. Der fühlt sich gar nicht gewehrt. Aber er tut wenigstens mein Team ein bisschen mehr. Aber es ist halt ein bisschen unfair. Ich meine, die ersten Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, da bin ich einfach drüber gewascht. Und jetzt, die erste Runde in dieser Folge, wurde ich übelst verprügelt quasi. Also da waren meine Teammates quasi nichts zur Nutze und die Gegner waren OP. Und jetzt ist das wiederum so ganz komisch. Kommen die nicht an? Ah, jetzt. Ich glaube, eins ist kaputt gegangen. Naja, ich glaube, mit den Tesla-Dingern klappt das nicht. Aber ich habe wenigstens die ganze Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Ach, das hätte eh nichts gebracht, sehe ich gerade. Weil wir haben jetzt... Egal, ich habe wenigstens die Kontrolle bekommen. Wenigstens die Kontrolle bekommen. Und ich weiß nicht mal, ob man überhaupt Punkte bekommt, wenn man Dinger hier angreift. So. Ah, schade.
Warum ging der daneben? Das verstehe ich nicht. Ah, beide? Ein. So, jetzt gehen wir rasten und laufen. Komm, machen wir die kaputt. Ah, natürlich, der macht genau dann, wenn ich schieße. Ob das gewusst hätte. Okay, jetzt stürze ab. Böse. Kämpft er da oben. Ich treffe ihn nicht. Zeitverschwendung, jetzt auf ihn zu warten. Weil ich dachte, meine Tester-Dinger wären schon kaputt. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Warum kippt er so um? Warum? 47 zu 47%. Jetzt 48, 48. Komm, wenn die Mitte hält, dann ist das gut. Dann ist das wirklich gut. Und das scheint zu klappen. Auf jeden Fall auf der Mitte zu fokussieren. Obwohl, der geht jetzt, einer muss mindestens hier unten. Na, er geht zum vorderen Punkt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ah, der hat meine feste Dinger direkt abgeschossen. Gut, aber jetzt gehen alle hier zum vorderen Punkt. Ich habe doch den vorderen Punkt bekümmert. Hätte er es allein geschafft, warum gehen jetzt alle von Mitte zum vorderen Punkt? Verstehe ich nicht. Warum geht der hier zum Gegner-Base? Also unsere Base, meine ich. Okay, jetzt bin ich unnötig einen Umweg gelaufen. Dachte, er geht irgendwie hier so an den Base-Rand, warum auch immer. Hätte ihn aber nichts gebracht. Ich dachte gerade, ich habe da was Schlimmeres gesehen. So, nehmen wir den mittleren Punkt ein. Den treffe ich nicht. Warum nehme ich nicht die Schrotflinte? Ich vergesse immer, dass ich die habe. Gut, gut gemacht, Mate. Erst den. Ja, mach dich unsichtbar. Habe ich noch bekommen, das ist schön. Aber ich bin tot. Das wird ein schwerer Kampf. So, der ist definitiv Bronze, er hat sogar das Bronze-Ding da drauf. So, wir müssen auf jeden Fall Mitte. Das ist gut, dass ein Mate hinteren Punkt einnimmt. Wenn er es schafft es aber nicht, weil einer geht, kommt schon zu ihm. Aber wenn er es geschafft hätte, hätte man zur Gegnerbase vorwaschen können. Ah, das ist jetzt eh vorbei. Ich sollte mal ein bisschen besser treffen. Ich glaube, da treffe ich nichts. Das ist irrsinnig, damit zu schießen, oder? Ah, jetzt habe ich das verkackt. Jetzt habe ich ein Ding ins verkackt. Wie heißt es? Komm, kill den. Warum bleibst du noch da drin? Verstehe ich nicht.
Müssen die Mitte einnehmen? Oh, leck, leck, leck. Dein Handy stand im Weg. Mach dich unsichtbar, natürlich. Das Handy, weg mit dir. Gut, gut gemacht, Mates. Ist näher dran? Ich bin tot. Ich weiß, aber ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihn irgendwie so weit schädigen, dass wenn meine Mate nachkommen, dass er problemlos getötet wird. Aber irgendwie weiß ich nicht. Weil ich bin jetzt auch nicht so gut gegen die Gegner. The enemy has captured the middle point. Ups, ich habe auch kein Aim gerade. Wie man merkt. War es ein Gegner? Nein. Ah, jetzt habe ich. Okay, gut gemacht. So, ich mache es jetzt anders. Ich gehe jetzt dahin. Ich muss den hinteren Punkt einnehmen. Weil alle Gegner sind, glaube ich, beim mittleren Punkt. Meine Mates sind auf dem mittleren Punkt. Bitte seh mich nicht. Okay, da habe ich gesehen. Geh bitte kaputt. Ah, verdammt. So, das war wichtig. Das war wirklich sau wichtig. Weil ich hier den Punkt eingenommen habe. Das ist der Sieg. Das war jetzt wichtig, dass ich das einnehme. Das war ein spannendes Spiel. Das war auch ein gutes Spiel. Sollte häufiger geben. Gut, dann guckt mal eine Kampfübersicht an. Zum zweiten Mal in dieser Folge. In der ersten Runde lief es ja gar nicht gut. Aber da war jetzt mein Team bedeutend besser. Bei Leistung war gefühlt jetzt in aller ersten Runde irgendwie schlechter, glaube ich. Mein Aim war ein bisschen verzogen ab und zu. So, jetzt haben wir den dritten Stern wieder zurück. Gut, da würde ich mal sagen, könnt ihr oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.